Also, das, was ihr jetzt seht, ist das Ende des Videos, was jetzt folgt. Da war ein sehr stark, sage ich mal, alkoholisierter Typ, der dann kam und hat dann so die letzten Minuten meines Interviews sozusagen gestört. Und ich musste dann so ein bisschen ihn zurechtweisen, sagen wir es mal so. Ja, also der hat gesehen, dass ich damit so, das waren eigentlich drei Mädels, ne? Und ich habe die versucht zu interviewen, beziehungsweise zwei von denen. Eine hat dann hinter der Kamera gestanden, ein bisschen assistiert, so ein bisschen. Und wie gesagt, da war so ein Typ, der sehr stark, sage ich mal, unter Einfluss von seltsamen Substanzen war. Und in dem Augenblick, wo das Video jetzt hier endet, nur damit ihr Bescheid wisst, am Ende des Videos gab es so eine kleine, wie soll man sagen, ich musste so ein bisschen zurechtweisen den Kollegen. Und deswegen habe ich das Video unterbrochen. Aber ich bin mit den Mädels noch in Kontakt. Kann sein, dass ein zweiter Teil noch folgt. Ja, also macht euch keine Sorgen. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. So, also ich bin hier in der Düsseldorfer Altstadt. Wir haben mitten im Sommer 2021. Wir haben ja die letzten Tage so ein bisschen ernste Themen gehabt wegen Überschwemmung, dies, das und Coronavirus die letzten Monate. Jetzt wollte ich ein bisschen Aufheiterung reinbringen. Ich habe zwei coole Mädels gefunden, die auch ehrlich reden möchten zu euch Männern. Ich hab den Zweien erzählt, dass ich junge Zuschauer habe, so zwischen 18 und sagen wir mal 25, 26. So, jetzt wollen wir ein paar ehrliche Antworten, Mädels, ne? Hand aufs Herz, ehrliche Antworten. Okay, alles klar. So, also es gibt ja so Interviews, wo man zum Beispiel Frauen fragt, so auf was für Typ Männer die stehen, ne? Und dann kommen ja so Antworten mit, ja, der muss Humor haben, der muss süß sein und nett sein und so. Wir wissen ja alle, dass das so eigentlich so Standardantworten sind und dass die Wahrheit irgendwo anders liegt. Was denkt ihr denn so, wenn Frauen sowas antworten? Also ich denke auf jeden Fall, mein Typ Mann muss familiär sein. Sehr wichtig. auch wenn es scheiße anhört, gut im Bett. Also Ja, beide müssen halt, ne? so So, Yin-Yang-mäßig, der muss von genau, allem was haben. man muss sich auch, wie heißt es, austoben können. Richtig. Dann auf jeden Fall loyal, Ja. ganz wichtig und respektvoll. Also Okay. klar kann es immer passieren, dass man den Respekt verliert, aber dann sollte man sich halt auch irgendwie wieder zusammenraufen können. Dass man viel zusammen lachen und weinen kann. Also das sind so die wichtigsten Sachen für mich. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwie Geld oder so, das ist bei mir so Nebensache. Kann man sich alles zusammen aufbauen auch. Okay, aber guck mal, ganz unwichtig ist ja gut, dass du das Thema mit dem Geld ansprichst. Ganz unwichtig ist das ja mit dem Geld nicht. Bei mir persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, ich hatte schon eine Beziehung und da hatte der Mann, 3 Jahre war ich mit dem zusammen, der hatte nichts. Aha. Nichts. Also der hat mir wirklich, der war zweimal arbeiten oder so. Also das kann man auch alles überstehen. Klar muss man sich irgendwie zusammen aufbauen. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber am Wie Anfang. alt war der da und wie alt warst du da? Ich war 24, der auch. Also das ist nicht so lange her. Ich habe auch ein Kind mit dem. Ah, okay. Wirklich. Also, ne, man kann sich Jetzt zusammen. bist du 27, alles klar. Man kann sich zusammen aufbauen. Also sollte man eigentlich auch. Aber man muss jetzt nicht von Anfang an schon irgendwie einen Wagen da stehen haben, Führerschein und keine Ahnung was. Das kann man halt alles so Das ist zusammen. aber, ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Also ich glaube schon, dass die meisten Frauen Ich dann nicht. wenigstens Auto, Führerschein irgendwie, auch wenn es kleines Auto ist, oder nicht? Manche. Ich glaube, die meisten, die so aussehen wie wir, auch wenn das jetzt scheiße rüberkommt, die sind nicht so. Und diese Mäuschen, die so wirklich was erreicht haben und ne, wirklich so mitten im Leben sind, die sind dann wieder anders. Also kann ich Na. mir schon vorstellen. Also ich nicht auf jeden Fall. Okay. Weil ich habe selber alles nicht. Warum soll ich das dann von meinem Mann verlangen? So, Okay, weiß ich nicht. gut. So, jetzt kommen wir zu dir. Also du hast ja spezielle Vorlieben, was Männer angeht. Nein, also ich. Hallo. Ich sage das Gleiche wie Sie, aber also ich finde, man muss die gleichen Interessen haben, das auf jeden Fall. Okay. Und hallo, ich habe gerade so viel zu sagen gehabt, vielleicht auch gar nichts mehr. Ja. Also ich Typ stehe jetzt zum Beispiel auf Light Skins, Dark Skins, so. Also du stehst eher auf Afrikaner, ne? Genau, Ja. aber der Mann muss auf jeden Fall die gleichen Interessen haben wie ich, weil wenn der ganz andere Interessen hat wie ich, dann finde ich, das harmoniert dann auch erstmal gar nicht. Zum Thema Interessen, ne? Merk dir kurz, was du sagen wolltest. Jetzt mal so eine Frage, als Beispiel, ne? Ich mag so Campingurlaub. Ich war zum Beispiel mal Bodensee, Königssee, unten in Bayern diese Riesenseen, ne? Ich weiß nicht, wart ihr schon mal? Ja, aber wo habt ihr dann zum Beispiel übernachtet, wenn ihr Camping gemacht habt? Wir waren da immer in Holland, das hieß immer Hyviana Huve oder so, ne? Hm? Das war so ein Campingplatz, da konnte man sich dann so
Bungalows mieten. Ja, das ist aber eher so Luxus. Nein, 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 das ist kein Luxus. Das ist nicht so wie Luxus. Das sind auch Camping. Da waren Wohnwagen, die konnte man mieten, ja, aber auch Bungalows. Und das, okay, war halt jetzt nicht so Luxus, aber das war schön. Okay. Ja, ist auch so, macht auch Spaß. Also ich finde das auch schön, wenn man mit einem Mann viel reisen kann. Also wenn man viele Spaß haben, Scheiße bauen kann. Alles, ja. Okay, aber so richtig Camping im Sinne von, dass man zum Beispiel eine Nacht hier, zwei Nächte dort und dann immer weiter reist irgendwie so und dann vielleicht auch im Zelt, vielleicht morgens einfach nur in den See und anstatt irgendwie Luxusdusche oder so, weißt du? Sei ehrlich, sei ehrlich. Ich schwöre wirklich, also Luxus ist wirklich geil, ja, aber muss nicht. Also man kann auch mal alles ausprobieren. Das macht doch viel mehr Spaß, ja, als Luxus. Aber ich kam halt auch nicht dazu, das zu tun. Okay. Wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel jemand, der gekommen ist und gar nicht viel geredet hat und dann einfach nur so eine Bierflasche euch so hingehalten hat. So, das war jetzt nicht die geilste Anmache. Was ist denn so eine, sagen wir mal, es ist Sommer hier, Düsseldorfer Altstadt oder Kö oder so. Was ist eine coole Anmache so, wo man auch als Frau Interesse hat und Bock hat und man denkt, okay, das sind interessante Männer. So, was ist so, oder was ist euch mal passiert, wo ihr gesagt habt, ey, das war eine coole Anmache oder so? Boah, ich weiß nicht. Also es gibt Männer, die sind dann so. Dann gibt es noch Männer, die gucken. Gerade hatten wir zwei Dunkle. Der eine kam mir wirklich so nah ans Gesicht. Geile. Und das finde ich schon wieder, finde ich eklig. Weißt du, das muss nicht sein. So, weil du hast selber vielleicht Mutter, Schwester, respektiere das. Weil es kommt zu mir, sagt, ey, du bist echt hübsch. Du bist attraktiv. Ich sehe dich. Du fällst mir ins Auge. Okay. Dann sage ich auch Dankeschön und so. Aber wenn du dann so kommst, dann beleidige ich dich so. Ja gut, aber man muss dazu sagen, es gibt ja auch Hellhäutige oder ne, die da genauso machen. Klar, also hat jetzt nicht Dampf. Ja. Nein, nein. Ja, es also gibt wirklich, der eine war doch gerade hier mit seinem Ja, ja, da war ja zum Beispiel Hellhäutige. Aber, ja. Es geht ja ums Prinzip, dass du meinst, dass man jetzt zum Beispiel nicht direkt ins Gesicht genau, springt oder so. Du geile Sau. Und komm doch, sag doch, du siehst voll hübsch aus, du bist mir ins Auge gefallen oder ne, bist du sick, ich weiß nicht, so anders, nicht so eklig. So. Dann, ah, okay. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche einen Vorfall. Ja. Da war ich mit meinen Mädels in Köln und wir haben auf die Bahn gewartet. Dann kam da halt einer, der kam, keine Ahnung, aus Marokko oder weiß nicht genau woher. Und dann steht er vor mir und ich hatte halt so eine Hose an mit so Schleifen hier vorne. Dann steht er vor mir und sagt, lutscht seinen Finger und sagt, boah, geile Schleifen, schöne Hose. So. Dann denke ich mir so, wo ist der Respekt von Männern geblieben? Und das, so als wären wir Frauen Objekte und das ist gar nicht gut. Also eine schöne Anmache würde ich finden, denn man hat ja vorher Blickkontakt. Manchmal hat man ja vorher Blickkontakt. Und dann würde ich es schön finden, wenn der Mann nicht einfach danach geht, wenn er dann einfach kommt und offen ist und sagt, ja, ich habe gesehen, wir haben Blickkontakt gehabt, ich finde das hübsch, kann man nicht kennenlernen. Mhm. Und wenn man dann immer noch sagt, okay, es geht um die Verpackung, so wie man das rüberbringt. Man kann ja trotzdem, sage ich mal, wie soll man sagen, rüberbringen, dass man die Frau erotisch anziehend findet, ohne dass es billig ist. So. Also das muss so ein Mix aus, ich sag jetzt mal, Fuckboy sein, aber auch trotzdem respektvoll. Also es gibt wirklich Jungs, die sind dreckig, aber die sind trotzdem, machen das mit Respekt. Und das, was man dann macht, wenn man sich näher kennenlernt oder zu Hause ist, das ist ja wieder was anderes. Also ja. Ja, alle anders so, ne? Aber wirklich so, ich weiß nicht. Ich habe eine Frage. Ja. Also wenn du jetzt in einer Beziehung bist, das kann jetzt auch an dich gehen, ja, geht an Männer und an Frauen, wenn du jetzt in einer Beziehung bist, du bist mit der Person in einer Beziehung, es läuft alles gut, aber du denkst dir jetzt von meiner Seite aus, mein Freund, ey Schatz, der Sex, der stimmt nicht, machst du dann Schluss? Ja. Machst du dann wirklich? Auch wenn es scheiße ist, ja. Okay. Aber okay, das merkst du ja auch am Anfang. Nein, du kannst dich ja steigern, du kannst ja jetzt Blümchen-Sex haben und am Ende dann fängst du an, irgendwelche Sachen von Eistee zu bestellen und so und dann geht's voll ab. Aber wenn es dann wirklich die ganze Zeit scheiße ist, dann hätte ich keinen. Also sag ich ganz ehrlich, auch wenn es scheiße anhört, hätte ich keinen. Ja, wieso? Das ist doch ehrlich. Ja, ist auch ehrlich so. Ich bin da zum Beispiel so, ich hätte keinen Bock mehr. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Mädels vorher gesagt, ne, bevor das Interview war, ich habe gesagt, ich will nicht so Standard-Interview, wo Frauen dann so voll auf Blümchen und ich bin voll brav machen. Nee. Man kann ja auch ehrlich sein, weil am Ende des Tages, jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, die wollen sich ja auch so, sage ich mal, austoben. Und ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, am Ende des Tages hat jeder so seine Bedürfnisse. Deswegen, ich habe gesagt, wenn ihr antwortet, dann bitte ehrlich. Ne? Also nicht gezwungen, aber so ehrlich einfach. Ne? So. Und ich find zum Beispiel eine Frau, die offen und ehrlich sagt so, hör mal zu, mir ist auch zum Beispiel der Sex wichtig, dann ist sie jetzt auf gar keinen Fall jetzt deswegen eine Ho oder so, sondern das ist einfach ein ehrlicher Mensch, der sagt, was er denkt, so, von daher alles bestens. Überleg doch mal, ihr habt jetzt voll den Streit. Ja. Wie klärt ihr das? Ihr klärt das vielleicht indem ihr sagt, ey Schatz, tut mir leid, oder der kommt abends ins Bett, oder du kommst ins Bett, ihr vertragt euch. Und wie wird das dann beendet? Ja. Mit Sex, so ja. Das ist ja so schon mal der anreizende Punkt. So. Das ist optimal, ja.
Ja. So, ja, wir haben ja auch so ein bisschen Publikumsverkehr in der Altstadt. Wir sind in Düsseldorf. Wir hatten gerade Glück, dass ein bisschen weniger los war, aber jetzt kommen wieder Leute oder so. Ja, pass auf, dann, ich habe euch ja vorhin eine Frage gestellt. Was denkt ihr? Also ich würde jetzt gerne sowohl Männer als auch Frauen. Was machen Männer und Frauen heutzutage falsch? Fangen wir erstmal mit den Frauen an. So, weil ihr seid Frauen. Was denkst du denn, was Frauen heutzutage falsch machen, damit Beziehungen nicht klappen? Jetzt müsst ihr aber auch ehrlich sein, weil ich frage auch gleich über Männer, dann müsst ihr ja auch ehrlich sein. Was machen Frauen zum Beispiel heutzutage falsch, dass Beziehungen, sag ich mal, alle paar Wochen beendet werden und neu anfangen? Was macht ihr Frauen falsch? Was denkt ihr denn? Also bei mir kann ich zum Beispiel sagen, sagen wir jetzt mal, der Mann, der hat 50 Sachen gut, drei Sachen scheiße und ich fixiere mich wirklich auf diese drei Sachen, die scheiße sind. Ah. So, und dann hacke ich auch immer darauf rum, aber ich zum Beispiel sehe dann gar nicht in dem Moment, hey, der hat doch 50 Sachen gut, warum fixierst du dich auf die drei Sachen? Mhm. Und wenn ich mich dann trenne, dann kommt mir erstmal im Kopf so, ey, da war doch alles gut. So, die drei Sachen hätte man auch irgendwie anders klären können. Das war zum Beispiel eine Sache. Aber kann das sein, dass wenn die Frau schon so, sag ich mal, Bock auf jemand Neues hat, dass sie dann so, sag ich mal, aus einer Kleinigkeit eine riesen Sache macht, damit sie Schluss machen kann, so, als Ausrede, so? Ehrlich, ja, hatte ich auch schon. Also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich tue Menschen nicht gerne weh. Und dann versuche ich wirklich den Punkt zu... man muss dazu sagen, hier hinter der Kamera ist noch eine andere Freundin von den beiden und sie wollte jetzt nicht unbedingt vor Kamera. Und als sie jetzt gerade so leicht gelogen hat... Nein, ich habe nicht gelogen. Aber sie weiß halt, dass ich wirklich... Bin ich nicht herzlich? Ja. Und das ist halt immer das Ding bei mir so. Und dann versuche ich das irgendwie anders zu umgehen. Versuche dann halt... Streit zu machen und damit das so... Das ist mir aufgefallen, weil es kann sein, dass die Frau keinen Bock hat, aber sie traut sich nicht zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dich, sondern dann fängt ihr aus irgendeiner Kleinigkeit an, extra Streit zu schüren, so, damit sie Schluss machen kann. Das hat mir noch nie passiert. Ich mag das nicht, wenn der Mann, wissen wir genau, von wem ich rede, einer Person so viele Vorwürfe macht, aber hinterm Kopf macht er das selber. Mhm. Also er sagt, ich betrüge ihn, ich weiß, im Herzen tue ich nicht, aber er macht es selber. Er macht mir nur diese Vorwürfe. Mhm. Oder generell Sachen, das sind einfach Männer, die, es gibt ja wirklich Männer, oder auch Frauen, weiß ich jetzt nicht, bei mir jetzt nicht, aber so, es gibt Männer, die haben zum Beispiel eine hübsche Frau und kommen damit nicht klar. So, ich zum Beispiel, mein Ex-Freund war so, ich war mit dem zusammen und wir sind durch die Stadt gegangen und da wirklich, es gab auch Frauen, die haben ihn angemacht, weil er hatte wirklich wunderschöne Augen. Mhm. So, wo ich so gesagt habe, ey, ich nehme den Mann doch mit nach Hause, er schläft mit mir in einem Bett. Ich bin voll stolz drauf. Er zum Beispiel, es kam ein Typ, der hat so gesagt, wow und so, manchmal auch ein bisschen beschissen, und der hat dann so ein Drama gemacht. Was willst du, meine Frau? Und ich denke, ey, wir gehen noch eh zusammen. Du kommst jetzt mit mir nach Hause. Warum? Ja. Sei doch stolz drauf, dass deine Frau so, das, ne? Ja, ich sag mal so, ich hätte früher auch so reagiert, mittlerweile wäre ich, also das ist so eher das Selbstbewusstsein. Oder das Alter, kann auch sein, ich weiß nicht. Ja, so, wenn man weiß, so am Ende des Tages, was bringt das so? Entweder ist die Frau treu und bleibt bei dir oder sie ist es nicht, weil du kannst es eh nicht ändern. Die können dich in den kleinsten Sekunden, kann dich irgendjemand betrügen. Nicht, ob sie, ob der reinste Junge auf der Welt, jeder kann. Wenn er will, dann betrügt er dich. Das hat nichts damit zu tun, ob der jetzt hier rumhängt oder feiern geht oder... Ja. Nur auf der Arbeit ist oder nur mal eben auf Toilette. Schon allein, wenn er auf Toilette sitzt, kann er sein Handy haben und sich betrügen, indem er einen anderen schreibt. Ja, ich habe hier am Freitag zum Beispiel war ich mit meinem Bruder und Kollegen und so. Und da waren vier Mädels irgendwo aus Dortmund. Die hatten sich hier auch ein Hotel geholt für 3 Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Und zum Beispiel die eine, das waren alles Russen, ne? So. Außer eine, die war irgendwie aus Libyen und so. Und zum Beispiel die Russin, die hatte einen festen Freund und die war standhaft, ne? So, zum Beispiel ihre Freundinnen haben so alles Mögliche so mit Kollegen von mir angefangen, ne? So, weil wir waren hier mit 5, 6 Mann, ne? So, aber die hatte einen Freund und die war auch wirklich treu. Und da merkt man auch manchmal so, zum Beispiel, es gibt Frauen, ne, die dann standhaft sind, so, die sagen, nee, ich habe einen Freund, ich liebe den. So, auch wenn die feiern gehen, so, dann machen die nichts. Und ihre Freundin, die direkt neben ihr saß, die war zu allem bereit, so. Und die war Single und, naja, ist ja egal, so, dann. Das ist ja gerade wie bei dir, wo du wie geredet hast, habe ich dir auch gesagt, wir haben Fischer dann kennengelernt, der war gestern da und wir sind jetzt nicht zusammen oder so, aber für mich ist das schon, ey, ich bin, weißt du, ich bin nicht in einer Beziehung, aber ich habe jemanden im Auge und dann bleibe ich auch nur bei dem im Auge. So, da muss ich nicht irgendwie, klar, hier laufen auch hübsche Jungs rum, Männer, was weiß ich was. Ja. So, weißt du, man guckt auch, aber man hat ja trotzdem im Gedanken einen Mann. Die sind schon den ganzen Tag. Ja, ey, so.
Die Freundin, die hier links ist, die müsste eigentlich mit ins Video. Weil ja, weißt du, warum? Die regt sich den ganzen Tag schon auf, dass ich über diesen Jungen rede. Aber ist halt so. Man ist halt so neu verliebt. Das ist doch schön. Was ich finde, ja, ist, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass man wirklich Vertrauen hat. Und ich finde das schön, wenn mein Partner mich feiern gehen lässt und ich meinen Partner feiern gehen lasse. Ja. Klar ist da manchmal diese Eifersucht, boah, da, es gibt hübsche Frauen, es gibt hübsche Männer, aber trotzdem finde ich, es ist geiler, wenn man alles darf. Anstatt zum Beispiel mein Ex-Freund war so, wenn ich das angezogen habe, nein, jeder guckt mich an. Darf man mal kurz gucken? Mir, okay. Ja. Alles klar. Da denke ich mir so, da denke ich mir so. Du dann bitte auch, ja, damit das hier. Das will doch keiner sehen. Ja. Da denke ich mir so, es ist doch egal, was ich trage. Sollen die Männer mich doch angucken? Im Endeffekt hast du mich und nicht die Männer. Mhm. So denke ich mir dann. Ja, aber es gibt echt Frauen, wenn die getrunken haben, dann sind die komplett anders, weißt du? Ja, aber das sind die Frauen, der will auf unseren spielen. Nein, aber es gibt wirklich Frauen, wenn die so nüchtern sind, dann sind die wirklich so, ne? Aber wenn die getrunken haben, dann ist Tag der offenen Tür so ein bisschen. Ich bin 20 Jahre alt, ich habe so viel in meinem Leben getrunken, ich habe auch oft gesagt, das lag am Alkohol. Mittlerweile weiß ich, das ist dein Kopf, der das entscheidet. Ja. So, weißt du, wie ich meine? So, Alkohol ist die Ausrede dann, ne? Ja, so. Ist das so. Du kannst, ey, ohne Witz, du kannst alkoholisiert sein, wie du willst. Du hast trotzdem dein Köpfchen, wo du sagst, ey, bis hier und nicht weiter. Man kann also Statement, Frauen, die auf Alkohol fremdgehen, das ist alles eine Lüge, ne? Die Männer auch. Die Männer auch, ja, dann sind wir uns einig. Ist so, also wirklich, da... Wenn du jemanden liebst, dann kennst du deine Grenzen, ja. Und auch wenn es auf Alkohol ist. Und ich finde auch, bei mir zum Beispiel ist das so, klar mag ich dieses Spaß haben, dieses Feiern gehen, muss nicht immer mit den Typen sein, kann auch mit den Mädels sein, aber ich finde bei mir zum Beispiel, Liebe kommt auf Spontanität. Ich habe mich nie in einen Jungen verliebt, mit dem ich davor geschrieben habe und mich getroffen habe. Die waren nie was für mich. Liebe kam immer so auf Spontanität. So. Ja, deswegen, ey, das habe ich, habe letztens ein Video gemacht, so für die Zuschauer von mir, die männlichen Zuschauer. Ich habe gesagt, ey, verbringt nicht so viel Zeit im Instagram. Ah ja, gut, dass wir jetzt auf das Thema kommen. Also wir haben in letzter Zeit so festgestellt, meine Brüder und meine Freunde und ich, wenn du durch die Straßen gehst, ne, sagen wir mal, du sprichst eine Frau an, kriegst du deine Nummer, sag die nein, aber du kannst mein Insta haben. Ey, die sammeln nur Insta-Follower, ne? Ja, Mann, ey, ich wusste es, Alter. Ich nehme keinen Insta von irgendwelchen aber Frauen. Aber so. Nummer ist wieder was anderes, weil die können dich anrufen. Also bei, über Insta auch, du kannst so, ich weiß, das ist ganz anders, aber Nummer ist so privater, ich weiß nicht. Und Instagram, dann hast du wieder einen Follower mehr. Ja, ne? Und dann vielleicht kommt dann noch ein anderer Freund dazu und Freundin und Weiber, die neugierig sind, das ist wieder was anderes. Dann feiern die dich. Ich zum Beispiel jetzt, ich mache Musik so nebenbei. Und dann, weißt du, dann hast du deine Follower, die das gucken. Das ist wieder was anderes, weißt du nicht. Ja. Da sehen die auch direkt. Aber also abschließend kann man sagen, ey Jungs, lasst das mit den Instas, weil ihr seid ein Follower mehr, so mehr nicht. Wenn die euch die Nummer geben. Mein Insta wurde gesperrt wegen Murus und Amjas, nur weil ich 50 Kupos habe. Ja, da ist er wieder, der Teufel. Also wenn die euch die Nummer geben, dann finden die euch echt super. Also, ne, sag ich auch ehrlich. Aber wenn die Insta geben, dann. Ciao. Mach gar keinen Follower. Schreib einfach so, aber folgt dir nicht. Scheiße. Weiß man nicht. Bei mir ist es zum Beispiel auch so. Ich würde nicht gerne, dass er direkt meine Nummer hat. Weil kann sein, meine Nummer ist neu. Ich würde nicht gerne, dass jeder meine Nummer hat. Man weiß nicht, wie der Typ drauf ist. Okay, aber er kann die ja schreiben und nicht folgen. Ja, aber Nummer kann man doch blockieren. Das ist doch jetzt nichts Wildes. Hier in Uniform 6, 7, 8, 9, 10, 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 10